Der 1. FC Nürnberg hat passend zum 267. Franken-Derby seine Form möglicherweise wiedergefunden. Vor allem auch die Erfolgsspur. Am Montagabend besiegte man den VfL Osnabrück mit 4:1 in einem richtig guten Fußballspiel. Schauen wir auf die Aufstellung. Martinia im Tor beim 1. FC Nürnberg. Handwerker Sörensen, Mühl und Valentin in der Viererkette. Nürnberger Kraus, Geis und Takt besitzen das Mittelfeld. Lo Kemper in der zentralen Offensive und Scheffler in der Spitze. So ganz sieht das im Überblick aus beim Gast aus Fürth. Burchardt im Tor, auch das keine Überraschung. Raum, Mavrai, Jeckel und Meierhöfer in der Viererkette. Green, Sapai, Seguin werden um Ernst im zentralen Mittelfeld ergänzt. Hirgota und Nielsen mit der Doppelspitze im Anmarsch. Aber auch bei Greuther Fürth, das muss man gar nicht erst richtig erwähnen, läuft es gut. Sie sind zweiter Platz, haben jetzt 4 Spiele in Serie gewonnen. Und da waren unter anderem Hannover, Kiel und Bochum mit dabei. Der 1. FC Nürnberg in den roten Trikots gewinnt den Ball in der Gegenbewegung. Genau das, was Robert Klaus sehen will. Der Ball von Scheffler nach außen, aber für Hack nicht erreichbar. Nichtsdestotrotz war klar, wie der 1. FC Nürnberg hier spielen wollte, abwartend und dann mit schnellen Umschaltbewegungen zum Erfolg kommen. Greuther Fürth aber ebenfalls mit im Stolz geschwellter Brust. Es kann gar nicht besser laufen. Seit 2017 hat man dieses Duell, dieses Franken-Derby nicht mehr verloren. Raum zu Seguin und bei dem läuft es momentan sowieso überragend. 14. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Sie schlagen dann auch wirklich eisig kalt zu. Die erste Möglichkeit dieses Duells und Seguin, der nominell zentral unterwegs ist, teilweise sogar defensiv, zumindest früher aufgestellt wurde. Mittlerweile entwickelt er sich zu einem unglaublich torgefährlichen Mittelfeldmann. Der 1. FC Nürnberg also unter Druck, doch Greuther Fürth steckte nicht auf und setzte gleich die nächste Offensivszene. Green. Hirgota, schöne Verlagerung. Meierhöfer, Sebastian Ernst. 0:2, 21. Minute. Die kalte Dusche für den Club. Aber hier zu Hause läuft es sowieso nicht gegen Greuther Fürth. Allgemein dieses Duell. Wie gesagt, seit 2017 nicht mehr gewonnen. Zu Hause seit Februar 2016 gegen Greuther Fürth. Kein Sieg mehr eingefahren. Martinia kommt an diesen Ball von Ernst nicht mal mehr mit dem Fuß ran. Allerdings hat der 1. FC Nürnberg der letzten 5 Spieler auch nur eines verlieren müssen. Sollte heute die nächste Pleite kommen. Sie hatten etwas dagegen. Manuel Scheffler zu Geis. Und nochmal der Schuss von Hack. Im Nachfassen ist Burchardt dann da. Greuther Fürth stemmte sich hier mit allem rein. So viel mussten sie nicht verteidigen. Wenn, wurde es aber brandgefährlich wie in dieser Szene. Das hätte schon durchaus der Anschlusstreffer sein können. Vielleicht hätte es sogar sein müssen. Manuel Scheffler beispielsweise als Sinnbild mal herausgearbeitet. 22 Ballkontakte, das ist für einen Mittelstürmer seiner Couleur doch ziemlich viel. Es wurde also geackert, es wurde versucht, aber so richtig viel klappte beim Club eben noch nicht. Und in den entscheidenden Szenen hatte dann Greuther Fürth das Glück auf der eigenen Seite. Im zweiten Durchgang aber verpasste Greuther Fürth die Entscheidung zu erzielen mit dem 3:0. Stattdessen wurde Nürnberg wieder gefährlicher. 58. Minute, dieser Flankenball nicht wirklich gut, aber Jeckel produzierte einen Querschläger. Das heißt, eine gewisse Nervosität mag hier doch mit hineinspielen. Und der 1. FC Nürnberg spielte wieder gut. Rein. Kommt erst gegen Jeckel nicht durch. Sie bleiben dran. Geis zu Rein. Meierhöfer, Fuß dazwischen. Und auch das dann wieder geklärt. In den entscheidenden Szenen war Greuther Fürth dann einen Ticken wacher. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Trotzdem, der 1. FC Nürnberg, er stemmte sich gegen diese nächste Derby-Niederlage. Nürnberg am Strafraum. Hanno Behrens mittlerweile reingekommen und da ist Hanno Behrens. Da passt wieder dieses ausgerechnet Hanno Behrens, der nicht viel Spielzeit in dieser
Serie momentan bekommt. Dreht sich da um Mavrai rum. Und Mergi Mavrai lässt sich da doch etwas verlagern. Und verliert dieses Duell. Neue Hoffnung also. Nur noch ein Treffer Rückstand. Ein 2:2 würde hier definitiv den moralischen Sieger auf Seiten des Clubs festmachen. Aber Schleusner, mittlerweile reingekommen für Scheffler, trifft hier den Ball nicht. Etwas überhastet, da so viel Zeit stand, nicht im Abseits. War selber vermutlich überrascht, dass er so viel Freiräume bekommt. Die letzte Aktion. Noch einmal Eckballmöglichkeit. Aber Seguin vorne gut und hinten ebenfalls aufmerksam. Trotzdem nochmal der Club. Kriegen sie den Ball irgendwie gefährlich rein? Handwerker. Mühl, Schleusner, wo ist der Abschluss? Hack, der Ball kommt nicht durch. Und dann war es vorbei. Der erste FC Nürnberg, er haut alles rein. Mit etwas mehr Glück wäre das 2:2 auch möglich gewesen. Aber Greuther Fürth war insbesondere in der ersten Halbzeit kaltschnäuziger und gewinnt dementsprechend dieses nächste Derby. Das 267. am Sonntagnachmittag mit 2:1.